Dicke Dividenden für kleines Geld. Herzlich willkommen aus dem schönen Thailand. Die Börsenstimmung ist schlecht, die Aktienkurse fallen weiter und damit auch die Aktienkurse von Unternehmen, die eigentlich krisenresistent sind. Und wenn das dann Dividendenaktien betrifft, hat es natürlich zur Folge, dass die Dividendenrendite nach oben geht, wenn die Kurse sinken. Und das Renditepotenzial geht auch nach oben, wenn du die Aktie günstiger kaufst. Und da schauen wir uns jetzt mal einige Aktien von an. Und eine, ich sage das auch deshalb normal, weil die Gesamtrendite sich aus Dividenden plus Kursgewinnen zusammensetzt. Und das scheint noch nicht jedem ganz klar zu sein. Ich habe ja in einem meiner letzten Videos Kampf der Inflation schon einige Aktien vorgestellt, Lockheed Martin und so weiter, wo ich denke, dass man da sein Geld ganz gut über die Runden bringt in dieser schwierigen Zeit und auch gerne noch nach hinten raus. Und weil dann gab es den einen anderen, der gesagt hat, ich habe 8% Inflation, 3% Dividendenrendite, wie soll ich denn da die Inflation bekämpfen? Ja, es geht natürlich auch nicht nur um die Dividendenrendite, sondern auch um die Kursgewinne. Deshalb werden wir dann auch ausführlich auf die Bewertung der entsprechenden Aktien eingehen. Ja, es gibt so allgemein so ein paar Kommentare, die mich immer wieder zum Grübeln bringen, sage ich mal. Es ist viel Tolles dabei von euch, aber ich habe es auch schon bei der einen oder anderen Insta-Story jetzt diese Woche gesagt. Wir haben ja jetzt Earnings-Updates veröffentlicht zu Netflix und zu Tesla. Und die Stimmung ist dermaßen schlecht gegenüber so Tech-Aktien. Und da sieht man doch viel, wie viel einfach stimmungsgetrieben ist. Und da wird wenig argumentiert. Das wird einfach, sage ich jetzt mal, vieles schlecht gemacht. Ich werde jetzt in diesem Video auch mal Tesla mit reinbringen und ich werde euch, ihr werdet mir in Ohren schlackern, wenn ich euch die Sachen zeige bezüglich der Bewertung, was Dividenden, dass Dividendenaktien, die 3,5% Dividende bringen, teilweise teurer bewertet sind als Tesla. Je nachdem, wie man die Bewertung anstößt. Ich werde es dann aber auch erklären, ich werde es dann auch auflösen, warum das so ist und warum es auch Sinn macht. Aber ihr werdet sehen. Okay, fangen wir jetzt aber erstmal an. Und zwar das erste Unternehmen, was ich mir ausgesucht habe, das ist Fastenal. Fastenal kommt von Fasten All, alles befestigen, haben ursprünglich Schrauben verkauft. Kein so besonderes sexy Geschäftsmodell, sollte man meinen. Aber es ist krisenfest, werde ich euch auch noch zeigen. Und vor allem, es ist ein Qualitätsunternehmen. Man sieht das hier schon an den drei Auszeichnungen, die ihr habt. Ich kann auch bei den Rankings, wir können auch Dividendenertrag, was haben sie da? Da kommen sie auf 86, Dividendenwachstum, beziehungsweise hier haben wir auch noch das offizielle Dividendenertrag, das ist sogar noch höher, glaube ich, 91. Und hier Dividendenwachstum auf 90, also Spitzenwerte. Die Dividendenrendite liegt hier bei 2,7% mit Wachstumsraten bei der Dividende im zweistelligen Bereich hier. Um die 12%, 13%, ab im nächsten Jahr auch ein Dividendenaristokrat, wer es mag. Ich gebe jetzt nicht so viel auf den Titel, aber immerhin. Und dann haben wir hier die Stabilitätskennzahlen, Cashflow, Gewinn, alles ziemlich gut. Entsprechend natürlich vermute ich mal, die Aktie auch zugelegt in der letzten Zeit, aber hier sieht er, dass sie auch korrigiert hat. Gut, was gibt es zu Fastenal zu zeigen, zu sagen, außer dass die Kennzahlen so schon mal ganz gut aussehen. Wir haben hier die Korrektur und wir werden jetzt uns ja ausschließlich Unternehmen angucken, die korrigiert haben. Es ist nicht so schwer, die zu finden. Und wenn wir jetzt dann hier mal den Aktienkurs uns anzeigen lassen, da sehen wir ja dann auch schon entsprechend die Korrektur. Und Fastenal hat von 65 Dollar rund auf etwa 46 Dollar korrigiert, also knapp ein Drittel sozusagen an Wert verloren vom Allzeithoch. Und da gucken wir jetzt dann erstmal, ob es eine günstige Einstiegschance ist. Vorher aber noch ein bisschen was zum Geschäftsmodell. Und das sieht man relativ schön, denke ich, wenn man hier die Segmente anguckt, womit Fasten angefangen hat. Das ist hier dieses Segment Fasteners, also in erster Linie Schrauben, alles, wo man das ein oder andere eben miteinander befestigen kann und später wieder lösen. Das ist dieses Grüne hier. Und was ganz interessant ist, jetzt müssen wir mal alles wegklicken, das haben wir gleich. Da sehen wir jetzt erstmal das Wachstum des Basissegments, was jetzt immer noch für ein Drittel der Umsätze verantwortlich ist. Und hier sehen wir dann das Corona-Jahr 2020 und da sieht ihr, dass der Umsatz jetzt nicht eingebrochen, aber schon deutlich rückläufig war. Wir sehen aber, dass im Jahr geschätzt 2021 dann dieser Einbruch wieder mehr als wettgemacht wurde und wir neue Hochs erreicht haben. Auch jetzt, die Ergebnisse sind erst veröffentlicht worden und wir haben Umsatz- und Gewinnwachstum
von 16 bis 17%. Also das Geschäft läuft sehr gut. Wir haben teilweise schwache Rückfragen im Baugewerbe, aber es wird ausgeglichen durch den Rest des produzierenden Gewerbes. Und was hier auch noch ganz interessant ist, bezüglich Diversifikation, nicht nur bei den Kunden, das sind auch die Segmente. Wir haben zum Beispiel dieses Safety Supplies, das sind Masken, Desinfektionsmittel etc. Und während Corona das Kernsegment Fasteners nach unten gegangen ist, wenn wir Safety Supplies reinmachen, dann seht ihr, da waren die großen Profiteure. Fastenal war da der große Profiteur. Da ist der Umsatz dieses Segments ganz stark gestiegen von 150 auf fast 1,550 Millionen Dollar auf fast 1,5 Milliarden Dollar. Dann wieder leicht nach unten gegangen. Aber in Summe mit dem Kernsegment steigen die Umsätze weiterhin. Dann haben wir noch andere Segmente wie Werkzeuge, Hausmeister, Zubehör etc. etc. Aber die großen zwei Segmente, die sind eben Fasteners und Safety Supplies, die mehr als die Hälfte des Umsatzes ausmachen, der übrigens hauptsächlich in den USA erwirtschaftet wird. Seit relativ kurzem auch noch vor allem Kanada dabei, aber nach wie vor 84% der Umsätze in den USA. Das heißt, der starke US-Dollar, der ist bei Fastenal jetzt weniger ein Thema, weil sie kaum Umsätze außerhalb der USA machen. Ja, wir sehen hier eine Qualitätsaktie, auch wenn man auf die Dividenden etc. angucken. Ach, apropos Dividende, wenn die Kurse nach unten gegangen sind, dann geht die Dividendenrendite selbstverständlich nach oben. Und das sehen wir auch hier. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2,7%. Und hier gab es mal eine Sonderdividende, aber direkt nach der Sowjetunion, als die Wirkung der Sonderdividende weg war, da kam Fastenal nur noch auf eine Dividendenrendite von 1,75% und mittlerweile, wie gesagt, jetzt 1 Prozentpunkt höher. Wir liegen über dem Durchschnitt im 5-Jahres-Korridor, über dem Mittel der letzten 5 Jahre. Aber auch wenn wir die anderen Korridore einblenden, sehen wir, dass wir unisono eine leicht erhöhte Dividendenrendite momentan haben, die weiter steigen soll. Hier muss man mal gucken. Hier sind wir schon im Jahr 2025. Da gehen dann die Analysten davon aus, dass hier ein Dividendensprung erfolgen soll, gemeinsam mit dem Gewinnsprung. Das ist natürlich extrem Glaskugel. Da könnt ihr nicht viel drauf geben. Schauen wir uns mal kurz die Bilanz an. Die ist auch interessant. Ihr seht, dass hier die Schuldenquote auf den zu verzinsenden Verbindlichkeiten mit gerade mal 17,5% sehr niedrig ist. Die waren lange Zeit komplett unverschuldet und haben dann irgendwann angefangen, ein paar Schulden zu machen. Aber die Schulden insgesamt sind immer noch auf einem sehr, sehr moderaten Niveau. Sie haben jetzt Zinsen bezahlt. Wo steht es hier von knapp 12 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 6,8 Milliarden? Also das ist alles relativ noch überschaubar. Gott sei Dank, die Schuldenquote sollte nicht sehr viel höher ausfallen, sondern nicht deutlich drüber liegen, denn hier mit dem freien Cashflow hat man nämlich immer zu kämpfen. Das sieht man dann hier auch anhand der Tilgungskraft. Die ist mal positiv, mal negativ. Und man sieht auch hier, dass wenn wir hier den operativen und den freien Cashflow einblenden, insbesondere der freie Cashflow, dass er meist deutlich niedriger ist als der bilanzierte Gewinn. Und die Dividende, seht ihr, die orientiert sich aber in erster Linie am freien Cashflow und weniger am bilanzierten Gewinn. Hier war der freie Cashflow mal höher. Gab es auch gleich die Sonderdividende obendrauf. Ist ein relativ anlageintensives Geschäft. Das heißt, man muss gewisse Lagerbestände natürlich vorhalten, um die Kunden zu bedienen. Und man hat ein Filialnetzwerk, apropos Filialnetzwerk. Es gibt die ganz normale Filialen, so ähnlich wie bei Hornbach etc., die auch für normales Publikum, also Endkunden, zur Verfügung stehen, wobei Endkunden nur ungefähr 10% der Umsätze machen und man fährt es tendenziell auch weiter zurück. Man geht näher an die gewerblichen Kunden ran. Teilweise sitzt man auf dem Fabrikgelände, das sind die On-Site-Branches, also On-Site auf dem Fabrikgelände und man integriert sich immer tiefer in deren Prozesse rein, vor allem in die Logistik, ins Beschaffungsmanagement. Und es hat natürlich auch ganz stark mit Digitalisierung zu tun, dass das Management quasi
Also das Management von Fastenal, das Management der Logistik übernimmt für diese Unternehmen, was natürlich Fastenal wiederum bessere Insights erlaubt, was braucht welcher Kunde. Sie können dann auch ihre eigene Lagervorhaltung optimieren. Sie verkaufen auch allgemein mehr digital, also über die Webseite. Und diese ganzen digitalen Umsätze, sei es über dieses Fastenal Inventory Management oder das heißt digitale Umsätze, einfach Abverkauf beziehungsweise über die Webseite, das soll Ende des Geschäftsjahres schon 60% der Umsätze insgesamt ausmachen. Also sie digitalisieren sich sehr stark, sie entwickeln sich immer weiter, sie sind ein Ansprechpartner für ihre Großkunden auch. Das sieht man auch sehr schön im Geschäftsbericht, wo dann zum Beispiel es hieß im Rahmen von Corona, wir brauchen Masken, wir brauchen Desinfektionsmittel. Und das habe ich ja hier gezeigt bei diesem Segment, wie das dann angesprungen ist. Und Fastenal ist dann hingegangen und hat es den unterschiedlichen Kunden dann eben beschafft. Sind also ein Partner, ein fester Partner. Ist also jetzt nicht so was wie in Hornbach rein raus marschieren und das war's, sondern man hat eine festere Integration und das ist natürlich auch gut für die Umsätze. Es ist ein Burggraben, den Fastenal da im Laufe der Zeit ausgehoben hat. So, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal die Bewertung an. Hier ist das KUV anhand des KUVs. Da sieht man mal, dass Fastenal mal über 6er KUV hatte. Jetzt sind sie wieder nach unten, siegen sie um die 4 und irgendwo im historischen Schnitt. Und wir prognostizieren ja auch die Zukunft, dass hier das KUV weiter runtergeht, weil die Umsätze steigen sollen. Schauen wir mal an, was das jetzt ganz konkret für die Bewertung zu tun hat. Und dann nehmen wir aber nicht das KUV, sondern den Gewinn, denn der Gewinn, der verläuft doch schön stetig. Wir haben momentan 27er knapp. Nein, wir haben einen 25er KGV. Und Fastenal war, zoome mich mal ein bisschen rein auf 10 Jahre, da sieht man jedes einzelne Jahr bezüglich der Gewinnentwicklung, war auch leicht zyklisch. Hier ging der Umsatz mal leicht zurück, aber in Summe gibt es dann immer wieder diese großen Aufwärtstrends. Und man hat ja so ein Gewinnwachstum, sage ich mal, muss ich nicht selber ausrechnen. Steht ja hier auch schon auf die letzten 10 Jahre im Schnitt von 10%, auf die letzten 5 Jahre sogar eine Beschleunigung von 14%. Und dieses Jahr soll es besonders gut laufen. Ich sagte ja schon zwischen 16 und 17% Umsatzwachstum. Hier gehen die Analysten dann aber hin und sagen dann erstmal, ja, da wird sich dann erstmal im nächsten Geschäftsjahr nicht mehr allzu viel tun bezüglich des Gewinnwachstums. Und später soll es dann wieder etwas stärker anziehen, dem typischen Muster, sage ich mal, verlaufend. Und ich würde jetzt die Bewertung erstmal so mit der Bewertung einsteigen, wie es hier schon vorgegeben ist, mit der 10 Jahre, in dem 10-Jahres-Durchschnitt. Und das würde dann so aussehen, Gewinn im Moment weg. Und da sieht man, dass es eigentlich ganz gut passt. Wir sehen auch hier eine relativ starke Überbewertung. Also das ist jetzt der faire Wert basierend auf 26,8er KGV. Also der Aktienkurs berücksichtigt das schön, lag hier deutlich drüber. Und jetzt hat er eben korrigiert und ist er unten drunter. Jetzt kann man sagen, extrem große Unsicherheit, schlechte Stimmung. Wir gehen noch ein bisschen runter auf zum Beispiel 25 und dann sind wir nahe des fairen Werts, haben es nach unten korrigiert und dann wäre die Renditeerwartung auf Ende des nächsten Geschäftsjahres relativ mau mit 5,2% annualisierter Rendite. Und da würde ich dann einfach vorschlagen, man könnte ein Kauflimit setzen, an der Stelle keine Kauf- und Verkaufempfehlung. Man könnte ein Kauflimit setzen, die Aktie war schon günstiger zu haben, hier bei 43,60. Wenn man den Punkt mal nimmt, das macht gleich relativ viel aus von der Renditeerwartung. Dann sind wir bitte schon bei 10,2% Renditeerwartung. Also wenn man hier ein Kauflimit setzt bei 40, 42, 43, vielleicht auch 44 US-Dollar und dann mal schaut, ob man da abstauben kann. Das wäre schon interessant. Man kann sich auch mehrere Kauflimits setzen, beziehungsweise man kann ja auch staffeln. Und da hätte man sogar bei der schon relativ moderaten Annahme stagnierender Gewinne, obwohl momentan das Geschäft gut läuft mit 16, 17% Quartal auf Quartal. Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal und Gewinnwachstum haben wir hier diese relativ konservative Prognose. Und können wir nochmal nach unten gehen. Wer denkt, dass es Fastenal besser durchkommt, der könnte natürlich auch jetzt schon zugreifen. Je nachdem, die Dividendenrendite von 2,7% ist ja auch schon überdurchschnittlich hoch. So, das ist Fastenal und ich finde es ein sehr interessanter Wert und überlege mir auch tatsächlich so ein bisschen,
falls wir mal im Starter Depot anfassen und die ein oder andere Aktie quasi ersetzen, dann könnte Fastenal zum Beispiel eine Alternative für 3M sein. 3M wird jetzt in der kommenden Woche die Quartalszahlen vorlegen. Wir werden auch zu 3M ein Earnings Update machen. Wir beobachten das ja alles ziemlich, ziemlich intensiv und dann schauen wir mal. So, das war Fastenal und jetzt habe ich noch was Tolles und zwar gehen wir jetzt mal zu Container REITs und da suchen wir uns hier mal REITs aus. Also wir gucken uns jetzt die einzelnen Aktien aus einer Branche an und die schlägt sich auch sehr gut und die sind auch krisenresilient, krisenfest. Natürlich nicht komplett krisenfest, aber sie schlagen sich sehr gut da und da haben wir die unterschiedlichen Container REITs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück an der Zahl mit hübschen Dividendenrenditen hier auch zwischen teilweise sogar 7%, aber das ist eine Sonderdividende drin, zwischen 3 und 4,5%. Und ich habe mir jetzt mal etwas tiefergehend Extra Space Storage, die Nummer 2 in den USA, angeschaut. Nach Public Storage, man erkennt es auch hier anhand der Marktkapitalisierung, dass Public Storage größer ist. Insgesamt ein stark fragmentierter Markt. Man schätzt, beziehungsweise das Management von Extra Space Storage setzt, dass die 10 größten Container-Vermietungsanbieter in den USA lediglich auf 22% Marktanteil kommen. Das heißt, der Markt ist ganz stark fragmentiert, was dazu führt, dass noch sehr viel Aufkaufpotenzial besteht. Denn gerade die Großen haben gegenüber den Kleinen doch einiges an Vorteilen, gerade auch im Zuge von Digitalisierung des Geschäfts, dass sie beispielsweise, das hatte ich bei Public Storage gelesen, aber Extra Storage, Space Storage wird es genauso machen, dass sie online die Preise verwalten. Das heißt, die haben ja ganz kurze Laufzeiten, die haben ja Monatslaufzeiten, auch das ein Vorteil in Zeiten starker Inflation. Die können die Preise also sehr schnell erhöhen, weil bei Monatslaufzeiten geht es natürlich extrem gut. Es gibt teilweise auch längere Laufzeiten, aber in der Regel sind es Monatslaufzeiten. Und obwohl es Monatslaufzeiten sind, ist der durchschnittliche Mieter bei Extra Space Storage über ein Jahr drin. 15 Monate ist er in so einer, lagert er seine Sachen in so einem Container ein. Genau, jetzt bin ich gerade im Überlegen, was ich sagen wollte. Interessante Aktien auf jeden Fall. Krisenresistent. Und bleiben wir mal bei Extra Space Storage. Was mir da aufgefallen ist, aber auch bei Public Storage etc., das ist ein Gewinnsprung. Und zwar, ihr seht es hier, sowohl vom FFO, ist ein REIT, und wir haben ja im Aktienfinden auch die Funds, hier steht es Funds Operation, Adjusted Funds Operation, dann aber auch den bilanzierten Gewinn. Und bei diesen Container REITs sind die gar nicht so weit auseinander. Die Abschreibungen sind halt nicht so groß, ne, wie bei in Anführungszeichen echten Immobilien, wo dann der bilanzierte Gewinn und dann der FFO in erster Linie teilweise extrem auseinanderklafft und die Dividenden überhaupt nicht gedeckt sind mehr durch den bilanzierten Gewinn. Das ist hier ein bisschen anders und nichtsdestotrotz bewertet man es auch so eine Aktie durch den FFO und ist auch das realistischer. Und ihr seht ja bei dem Gewinnsprung, ihr seht auch den Sprung vom Cashflow, auch bei den FFOs gab es einen Sprung und zwar vom Jahr 2020 auf 2021 und es springt quasi noch weiter. Wir haben ein weiter dynamisches Wachstum hier. Und es ist nicht nur so bei Extra Space Storage, es ist auch zum Beispiel bei der Nummer 1 so. Seht ihr hier, jetzt machen wir die Dividende weg, da seht ihr auch hier einen Gewinnsprung von 2020 auf 2021, da läuft es immer noch gut. Ne? Seht ihr hier auch beim FFO im Vergleich zu vorher, Gewinnsprung. Und vermutlich, wenn ich die anderen mache, dann wird es vermutlich so ähnlich aussehen. Hier etwas schwächer, aber auch hier sieht man, dass der FFO quasi stärker angestiegen ist. Also die Frage, ja, woher kommt denn das? Und da habe ich auch tiefer gegraben. Und erst nochmal eine andere Ansicht, dass es tatsächlich so ist. Hier sieht man auch schon, woher es kommt. Nämlich die Mieten sind extrem stark angestiegen. Das ist der Mietpreis hier pro Quadratmeter bei Extra Space Storage. Das seht ihr in der Vergangenheit zwischen 2 und 6%, je nachdem war so die Erhöhung von Jahr zu Jahr. Dann hatten wir im Jahr 2020 das Corona-Jahr minus 0,4%. Also da sind die Mieten quasi gleich gesunken. Und dann in den darauffolgenden Jahren geradezu explodiert. Das übersetzt sich dann hier eben in die stark steigenden FFOs bzw. hier auch Gewinne.
Und dann auch Dividenden selbstverständlich. Was ist da passiert? Während Corona, hat natürlich mit Corona zu tun, während der Lockdowns, da wurde diesen Unternehmen teilweise verboten, die Mieten zu erhöhen in vielen Bundesstaaten in den USA. Deshalb kam es dann so dazu, dass die Mieten stagnierten bzw. leicht rückläufig waren. Und das sind jetzt teilweise Aufholeffekte, dass man jetzt kann man, darf man die Mieten wieder erhöhen und jetzt wird er quasi dieses Jahr nach mit draufgeschlagen. Dann haben wir natürlich eine hohe Inflation sowieso, da schlägt man nochmal drauf und dann haben wir noch eine hohe Auslastung. Also diese Branche der Container REITs, die boomt. Wir haben Auslastung von 95% plus, je nach Anbieter, obwohl das immer so kurzfristige Geschichten sind. Also man kann da ja relativ schnell raus aus so einem Mietvertrag. Im Gegensatz zu Tower REITs oder Bürogebäuden oder Einkaufszentren geht das ja theoretisch ohne weiteres. Aber wir haben eine sehr hohe Auslastung hier und das alles, diese drei Faktoren führen dazu, zu diesem Gewinnsprung. Auch hier interessanterweise sieht man, dass die Analysten dann aber auch wieder von einer Abflachung ausgehen, was natürlich auch realistisch ist. Also sowas kann nicht bleiben. Interessant wird das Ganze dadurch, wenn wir uns jetzt auch den Gewinnverlauf anschauen, nicht Multiples hier beim fairen Wert. Hier haben wir auch eine Korrektur, also jetzt von 626 auf 166 US-Dollar. Das ist auch eine klare Korrektur, die wir haben. Um auch fast ein Drittel oder um ein Drittel ist der Aktienkurs, hat der Aktienkurs korrigiert vom Allzeithoch. Auch hier dann die Frage, ist es jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt und entsprechend natürlich dann auch hier im Dividendenturbo sieht man, dass die Dividendenrendite hier, nachdem sie zeitweise bei unter 2% lag, bei unter 2% liegt sie jetzt bei 3,5% knapp. Also die ist wieder extrem stark gestiegen und liegt jetzt endlich wieder seit längerem über dem historischen Mittel. 5-Jahres-Korridor, aber auch 10-Jahres-Korridor. Ja, genau. Und kurzläufig sowieso, weil kurz auf ein Jahr, so mal gucken. Da liegt die immer noch nur bei 2,6%. Also könnte ein interessanter Einstiegszeitpunkt sein. Das müssen wir jetzt mal anhand des fairen Werts dann näher überprüfen. Aber jetzt habe ich ja vorhin was von Tesla geteasert. Schauen wir uns mal das bei Extra Space Storage. Also die haben eine Dividendenrendite von 3,5%. Gucken wir mal an, wie die im Vergleich zu Tesla bewertet sind. Und da sehen wir hier, die haben hier ein KUV aktuell von hier 13,5. Jetzt holen wir mal Tesla rein. Und dann sehen wir, dass Tesla günstiger geworden. Tesla ist günstiger als Extra Space Storage. Also Extra Space Storage ist höher bewertet als Tesla. Diese Abschläge hier, die erklären sich jetzt dann mit dem bald beginnenden neuen Geschäftsjahr, wo die Umsätze dann höher ausfallen. Dann bleibt es aber, dann wird es noch krasser, weil ja Tesla den Umsatz stärker erhöht als Extra Space Storage. Und dann klafft es quasi noch weiter auseinander. Und irgendwann seht ihr hier anhand des KUVs, ist Extra Space Storage doppelt so hoch bewertet wie Tesla. Wer hätte es gedacht? Obwohl die ja eine Dividendenrendite haben, bei Extra Space Storage von 3,5%. Na, hier 3,5%. Und die sind aber quasi, wenn man sagt, Tesla ist hoch bewertet, dann muss man sagen, ja, Extra Space Storage ist out of space quasi, noch deutlich höher bewertet. Zu Tesla habe ich ja auch, nachdem ich ein Video gedreht hatte, das haben wir ja auch ein Earnings-Update übrigens veröffentlicht, auch letzte Woche. Und so wie es aussieht, hat sich die Aktie jetzt gefangen. Ich fand es gar nicht so schlecht übrigens, die Geschäftszahlen. Und ich habe ja meine Hypothese, dass die Aktie, Tesla-Aktie quasi zweimal abgestraft worden ist für ein und dasselbe. Weil in erster Linie die Umsätze, also wenn man der Finanzpresse glauben darf, dann haben die Umsätze enttäuscht. Aber ich gehe davon aus, dass nicht alle Analysten die Umsätze nach Bekanntgabe der enttäuschenden Auslieferung korrigiert haben, sodass die einfach noch viel zu hoch waren. Andere Geschichte. So, Extra Space Storage. Wer kann mir erklären, warum das Ganze Sinn macht? Also wenn man das nur sieht mit dem KUV, dann denkt man doch, oh Gott. Tesla ist schon so hoch bewertet, Extra Space Storage ist noch höher bewertet, kann ich überhaupt nicht kaufen. Die Aktie ist jenseits von Gut und Böse. Interessanterweise, wenn ihr euch die KUV sie anschaut, dann haben wir hier ein KGV bei Extra Space Storage von 21. Ist das jenseits von Gut und Böse? Nee, eigentlich nicht. Ne? Also gehen wir mal hier aufs KGV und dann plötzlich dreht sich das Bild, plötzlich
haben wir bei Extra Space Storage, das ist ein 20er, 21er KGV, bei Tesla ein 77er KGV. Plötzlich ist Extra Space Storage teuer und Tesla, Extra Space Storage günstig und Tesla extrem teuer. Das seht ihr mal, was, zu was für komplett unterschiedlichen Aussagen man kommt, je nachdem, was für eine Bewertung man heranzieht. So, jetzt müssen wir dem Ganzen mal einen Sinn verleihen. Und zwar, warum ist es so, dass laut KUV so ein Container-Read bei Public Storage, wenn wir Public Storage noch reinnehmen, ist dasselbe, ja? Also jetzt nicht, dass es nur bei Extra Space Storage so wäre. Also wenn wir hier wieder auf das KUV gehen, dann seht ihr, dass auch Public Storage viel höher bewertet ist als Tesla. Das ist deshalb so, weil die Margen extrem hoch sind bei den Container-Reads. Wir sehen das im Qualitätscheck hier. Da haben wir eben die Nettomarge von über 50%. Wo gibt es denn sowas? Ich weiß nicht mal, ob Microsoft so eine hohe Nettomarge hat. Und Tesla ist der profitabelste Autobauer der Welt, aber damit kann er natürlich nicht mithalten. Und weil da ein Dollar Umsatz einfach so viel mehr profitabel ist als bei einem Unternehmen wie Tesla, deshalb ist das KUV eben auch deutlich höher. Und das über diese hohe Profitabilität übersetzt sich natürlich in höhere Gewinne und dann aber wieder niedrigere KGVs. Und deshalb haben wir dann hier bei den Multiples, wenn wir dann auf die Multiple-Sicht umschwenken, plötzlich quasi die ganze Wahrheit. Also der KUV-Vergleich macht schlicht und einfach keinen Sinn, weil die Margen so unterschiedlich sind. Das ist jetzt die Kurzfassung. Und hier sehen wir dann, okay, wir haben hier unten jetzt die KGVs der Container-REITs und hier oben dann Tesla. Also die sind schon okay bewertet. Zwar mit einem hohen KUV, aber weil die Margen so hoch sind, ist das KGV dann doch im normalen grünen Bereich, sage ich mal. Wie grün gucken wir uns jetzt an mit dem fairen Wert für Extra Space Storage. Bei den anderen Container-REITs dürft ihr das dann gerne analog selber machen. Und wir sehen hier, wir nehmen die Funds from Operations, Adjusted Funds from Operations. Das gibt sich so gut wie gar nichts. Kann man dann beides machen. Wir nehmen die Adjusted Funds from Operations. Hier seht ihr den Gewinnsprung auch beim AFFO und jetzt dann hier wieder die Abflachung des Wachstums. Das halte ich soweit, ja, alles für realistisch. Und jetzt haben wir hier das KGV bereinigt. Das ist das, wo der faire Wert, worauf wir uns basieren, Adjusted Funds from Operations. Und da liegt Pi mal Daumen jetzt wieder auf dem historischen Niveau, noch ganz leicht drüber. Das werden wir jetzt sehen, wenn wir den Fair Value AFFO einblenden. So sieht dann das Ganze aus. Wir zoomen mal ein bisschen näher ran, machen das weg. Und auch hier sieht man, dass der Kurs wirklich sich schön dran orientiert am fairen Wert. Man sieht hier die Übertreibung, die wir hier hatten in dem Zeitverlauf. Und jetzt haben wir eben hier die Korrektur. Und es ist auch ein krisenwiderstandsfähiges Geschäftsmodell, was wir hier haben. Schön ist übrigens auch im Qualitätscheck, die haben eine relativ niedrige Schuldenquote im Vergleich zu einem REIT, muss man sagen. Mit 60% im Vergleich zu einem REIT ist das relativ niedrig. Sie haben hier eine schöne, stabile Tilgungskraft. Das ist alles sehr, ja, sehr gut prognostizierbar. Sie können jetzt die Schulden natürlich nicht aus der Portokasse begleichen, aber das erwartet beim REIT auch keiner. Die finanzieren sich ja dann auch immer ganz stark, nicht nur durch Fremdkapital, sondern auch durch die Ausgabe neuer Aktien. Aber ihr seht hier, der Gewinn pro Aktie steigt ja dennoch. Insofern würde ich sagen, alles im grünen Bereich. Zurück zur Bewertung. Man kann, wenn man will, das Ganze nochmal leicht nach unten korrigieren. Zum Beispiel auf das aktuelle KGV. Das wäre dann das 21er. Ich würde es nicht so stark an. Nee, hier muss man hingehen. 21, so. Geh mal hier, das sind 0,8 Prozentpunkte runter. Ich würde jetzt gar keinen so riesigen Bewertungsabschlag machen, aufgrund des soliden Geschäftsmodells. Und weil wir hier auch schon in der Bewertung von 21, was das war, 21, noch was, weil wir von der durchschnittlichen Bewertung hier auch Geschäftsjahre hatten, wo der Gewinnverlauf nicht so extrem war, wo er abgeflacht hat. Also wir haben da quasi alles drin.
Ich würde es schon so lassen und dann kann man sich mal nachher anschauen, was für eine Rendite war. Erwartung man auf das Ende des nächsten Geschäftsjahres hat, liegt bei 12,9%. Davon 25% Dividende, wenn ich jetzt gerade so richtig gerechnet habe, und der Rest dann eben Kursgewinn. Das Ganze flacht dann ab, weil das Gewinnwachstum nicht bei 12% bleiben soll. Und dann lebe ich hier bei 0,5, bei 9,5% sein jährlich, bei einer mittelfristigen Anlagedauer immerhin schon von etwas über 3 Jahren. Nicht ganz ordentlich. Selbstverständlich kann man sich auch hier Kauflimits setzen und gestaffelt einsteigen, um das Risiko noch weiter zu minimieren, etc. So, meine lieben Aktienfreunde, das war Fastenal, Fasten All, alles befestigen. Und dann hier eine kleine Übersicht über die Container-REITs. Man kann selbstverständlich auch mehrere Container-REITs holen, also da auch nochmal diversifizieren. Dann vielleicht bei den größten anfangen: Public Storage, Extra Space Storage. Und ja. Also ich finde das auch eine sehr interessante Branche. Ich finde Fastenal interessant und es gibt noch viele weitere interessante Aktien. Ich wollte erst noch mehr Aktien hier besprechen, aber dann wäre das Video wahrscheinlich ein bisschen ausgeufert. Aber ihr wisst ja, das nächste Video kommt bestimmt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, auch schöne Börsenwoche. Danke fürs Zuschauen. Könnt gerne unten drunter rein mal schreiben, was ihr zu den Aktien zu sagen habt, wie ihr die findet. Oder könnt auch gerne im Kommentarbereich mal eine oder andere Aktie vorschlagen, wo ihr meint, ja, das Geschäftsmodell, damit kommt man auch gut durch die Krise, gibt interessante Dividenden und auch diese Aktie hat korrigiert. Vielleicht ist ja was dabei, wo ich mich inspirieren lasse. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.